Mein erstes angespielt Video zu Battlefront 2 ist gerade mal 4 Monate alt und trotzdem schon auf Platz 4 meiner erfolgreichsten Videos. Warum? Vermutlich, weil ich da gesagt habe, dass ich das Spiel noch nicht so geil finde. Oder weil ihr es damals noch nicht selbst habt spielen können. Das ändert sich aber jetzt, denn mit der Open Beta von Battlefront 2 kann sich nun jeder einen Eindruck vom Spiel verschaffen. Ich erkläre euch kurz, was da alles drinsteckt und vor allem, was sich seit meinem letzten Video verbessert hat. Die Beta von Battlefront 2 enthält zunächst mal genau die beiden Maps, die ihr schon von der EA Play oder der Gamescom kennt. Zum einen Raumschlachten auf Fondor und Eroberung auf Feed. In diesem Video rede ich erstmal nur über die Infanterieteile der Beta, denn die Raumschiffe und ich, wir müssen uns erstmal ein bisschen kennenlernen. An der grundsätzlichen Funktionsweise des Eroberungsmodus oder Galactic Assault, wie er in Battlefront 2 heißt, hat sich nichts geändert. Und weil ich hier nicht allzu sehr in die Grundlagen gehen will, schaut euch gerne nochmal mein erstes Video an, dann kann ich mich hier auf die Veränderungen konzentrieren. Das größte Ärgernis der letzten Version war ja der ständige Granatspam. Insbesondere in Kombination mit unvermeidbaren Engpässen auf der Map. Und auch wenn es solche Situationen immer noch geben kann, hat DICE das schon stark reduziert. Zum einen hat der Offizier jetzt ein Gerät, das anschwirrende Granaten ausknipst. Zum anderen gehört der Granatwerfer nur noch ins Repertoire des Heavy und da zu den Starcards. Das System kennt man ja schon aus dem Vorgänger. Ihr könnt regelmäßig Goodies für die Charaktere und Raumschiffe freischalten. Das sind zum einen Emotes und Skins, aber auch passive Boni oder gleich ganz neue Waffen. Und der Granatwerfer ersetzt dann den Schild des Heavy. Der Schild selbst ist außerdem deutlich schwächer als noch in der Alpha. Für die anderen Klassen gibt es hier und da auch neue Ausrüstung, etwa diese Thermalbrille für den Sniper. Spielrelevante Aktionen bringen euch nach wie vor Battle Points und mit denen könnt ihr jetzt noch mehr Fahrzeuge und Charaktere freischalten. Etwa das Gunship, das KI-gesteuert über der Map schwirrt, während ihr rausballert. Super schwer damit irgendwen zu killen, kostet aber auch nur 400 Punkte. Unter den Infanteristen ist zum Beispiel noch der Wookie neu dabei. Und bei den Droiden ist der Rocket Droid am Start. Der entspricht dem Jump Trooper. Die beiden können jetzt auch so seitwärts jumpen. Eine nette Neuerung ist außerdem, dass ihr Battle Points zurückbekommt, wenn ihr sie gerade investiert und direkt wieder verloren habt. Etwa weil ihr Hals über Kopf mit dem mühsam zusammengesparten Helm direkt in den Tod gerannt seid. Um das zu vermeiden, könnt ihr in der Beta den Arcade-Modus antesten, um zumindest mal Darth Maul zu üben. Wenn auch nur gegen Bots. Aber der Typ ist halt eh der coolste. Weil in der Alpha jedes Match bis in den Thronsaal führen sollte, konnten die angreifenden Droiden vorher gar nicht verlieren. Jetzt können sie das sehr wohl. Denn mit jedem Abschnitt bekommen die Roboter nur eine begrenzte Anzahl an Leben obendrauf und wenn die alle weg sind, ist es halt vorbei. Nicely done, boys. Nicely done. Separatists are falling back and our fleet's arriving in system. I'd call this a victory. Damit ist es aber noch nicht vorbei, was so infanteriemäßig in der Beta drin steckt, denn ihr könnt außerdem noch den neuen 16-Spieler-Modus Strike ausprobieren. Der funktioniert so ein bisschen wie Capture the Flag mit nur einer Flagge. Die Angreifer müssen in die Basis der Verteidiger eindringen, da ein Artefakt klauen und das Ding zu ihrem Raumschiff bringen. Schnell erklärt und genauso schnell spielt sich das auch. Ich will ja nicht motzen, tue es aber natürlich trotzdem, aber für mich spielt sich das ein bisschen zu schnell, gerade weil die Map auch so klein ist. Wobei, nee, die Map ist gar nicht mal so klein. Die hat auch sehr interessante Randbereiche. Nur geht da halt kaum wer hin, denn Artefakt, Abhol und Lieferpunkt sind so nah beieinander, dass die Action nur auf sehr kleinem Raum stattfindet. Was sehr schade ist, denn diese Map ist sehr liebevoll gemacht und hat noch viel mehr Details als etwa Feed. Hier steht sogar der Millennium Falcon rum. Man kommt halt leider nur nicht ran.
Hier könnt ihr außerdem den super schicken Flame Trooper spielen, aber spart euch die Battle Points lieber fürs Erste. Der muss noch arg gefixt werden. Da habe ich schon 14 angezündet, die mehr Schaden verursacht haben als der. Und damit sind wir wieder beim alten Thema. Battlefront 2 sieht toll aus und verspricht ganz viel. Die ersten Minuten sind immer der totale Nerdgasmus. Aber wenn der erstmal abgeklungen ist, wie lange will man dann noch schmusen? In Sachen Umfang steckt in Battlefront 2 aber auf jeden Fall schon mal viel mehr drin als im Vorgänger. Deshalb zeige ich euch die Beta-Raumschlachten ja auch erst im nächsten Video. Und das ist das besonders Gute der Beta, ab dem 6. Oktober könnt ihr euch jetzt eben alle ein Bild von dem Spiel machen. Wenn ihr das gemacht habt, schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr gut und was ihr weniger gut fandet. Könnt natürlich auch schreiben, was ihr an mir so alles gut findet. Was ihr an mir schlecht findet, könnt ihr auf den Zettel schreiben und den dann aufessen. Vielen Dank für eure Zurückhaltung. Ihr seid die Besten und ich bin der Fabian. Ciao.